Schön wieder hier zu sein. Live, echt und in Farbe. Ohne einen virtuellen Hintergrund mit euch hier und mit allen da draußen. Im letzten Jahr, ich weiß nicht, wer dabei war, habe ich im Homeoffice gesessen vor meinem Monitor und habe gesagt, schade, dass ich euch alle nicht sehen kann. Ich meine, wir hatten trotzdem viele Teilnehmer. Und ich saß zu Hause und dachte mir, was mir gefehlt hat, ist einfach der Kontakt. Jetzt stehe ich wieder hier und sehe euch. Ich kann eure Gesichter sehen. Ich kann nachher mit euch reden. Ich finde das sowas von irre. Und ehrlich, von einem halben Jahr, wir haben nicht dran gedacht. Wir haben gehofft, aber nicht dran gedacht. Und jetzt sind wir hier. Dass der Bedarf da ist, zeigt es uns. Wir haben jetzt hier 2 Drittel der Anmeldung, die vor Ort ist und 1 Drittel, die online da draußen sind. In dem Sinne begrüße ich euch erstmal alle herzlich zur Digital Exchange 2021 und zwar alle, die ihr hier seid und alle da draußen, wo auch immer ihr uns gerade zuseht, wo immer auch ihr gerade unterwegs seid. Wir haben pickepackes volle Programm. Für euch da draußen, wir haben es geschafft, 3 Streams zu erstellen, die hier teilweise hier live gehalten werden, die ihr dann sehen werdet, oder auch von Leuten, die unterwegs sind, die gebracht werden. Und wir haben natürlich noch 7 weitere Streams, die hier nur vor Ort sind, für diejenigen, die sozusagen heute hier sind und sich austauschen wollen. Die Konferenz, so wie sie jetzt hier ist, wir sind jetzt schon im 4. Jahr, im 5. Jahr hat viele Mütter und Väter. Und in diesem Jahr haben wir noch eine andere Herausforderung gehabt. Durch das ganze Corona-Geschäft, was hier draußen so abging, die ganzen Regelungen, ihr seht es überall an den Stühlen, möchten wir diesmal auch ganz besonders dem Kreisgesundheitsamt danken und dem Ordnungsamt der Stadt Gummersbach. Die Zusammenarbeit war hervorragend, dass wir das überhaupt so, wie es jetzt hier abläuft, auf die Beine stellen konnten. Also in dem Sinne nochmal danke an alle Mitarbeiterinnen da, dass wir sozusagen das Ganze machen konnten und so, wie es jetzt hier läuft, auch umgesetzt wird. Genau, ansonsten erwartet uns jetzt ein Tag voller Vorträge, Informationen, eine ganze Menge, bevor wir in die Keynote einsteigen. Gibt es aber noch ein paar Leute, die hier gerne auch noch mal euch selber begrüßen wollen. Also ich habe schon gesagt, die Konferenz hat viele Mütter und Väter. Und stellvertretend würde ich jetzt erstmal 3 noch mal auf die Bühne bitten. Und zwar einmal, ich habe es genannt, der Hausherr. Und zwar Professor Christian Kulz ist hier Campusleiter. Der sorgt dafür, dass hier an der TH in Gummersbach sozusagen alles funktioniert, ist Dekan und Senatsmitglied der TH Köln und Professor seit 2014 hier an der TH, also in der Hinsicht erstmal herzlich willkommen. Als zweites, ich will gleich alle auf die Bühne holen, ich meine, alleine, dass wir es können, will ich das schon haben. Thorsten Winterberg, sozusagen als Geschäftsführer des Innovation Hub, Mitorganisator, das ist sozusagen der Organisator von dem Ganzen, die das wieder möglich machen, dass wir so ganz viele Unternehmen auch dazu geholt haben, dass das jetzt nicht nur ein Vortrag wird zwischen reinen Techies, sondern dass wir viele Unternehmen haben, viele Erfahrungsberichte, wie auch gleich in der ersten Keynote, was wir hören werden. Und als drittes, ich habe es genannt, den Heimatgeber, und zwar den Kreisdirektor Klaus Groten. Er kennt sich hier in dieser Region am besten aus. Am besten einfach ein bisschen weiter rüberkommen, dann ist das einfacher für die Kamera, weil wir streamen das Ganze ja nach draußen. Also in dem Sinne würde ich jetzt sagen, die Begrüßung gehört euch. Da ist ein Mikrofon, das dürft ihr euch teilen. Bitteschön. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen hier in Präsenz auf dem Campus und remote dazugeschaltet. Das ist für mich auch ein besonderer Moment. Ich freue mich auch auf das kommende Präsenzsemester. Ich mache so ein bisschen die 2, 3 formalen Begrüßungen auch noch, die mir auch aber sehr wichtig sind. Ich darf erstmal Herrn Klaus Grotens begrüßen, der den Landkreis hier vertritt. Ich habe ihn noch nicht gesehen, den Herrn Salmann von der IHK für die Geschäftsstelle Oberbergischer Kreis.
Und ich darf Herrn Dr. Klifkin begrüßen, der gleich die Keynote halten wird. Und ich möchte auch, ich habe ihn auch schon gesehen und begrüßt, aber ich habe keine Brille jetzt auf wegen dieser Maske und ich sehe ihn gerade nicht. Herr Opitz, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen da hinten, weil wir ja im Prinzip, wir gucken auf viele gemeinsame Jahre hier zurück und der Digital Exchange Day ist ja aus dem Opitz Day entstanden. Und dafür nochmal an dieser Stelle vielen Dank für die gemeinsame Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Und normalerweise dankt man ja am Ende einer Veranstaltung, aber da wir über Innovation sprechen, darf man alle Regeln brechen und ich möchte schon mal jetzt auch ein Dankeschön sagen an alle, die diese Veranstaltung im Vorfeld hier ermöglicht haben, an die Kolleginnen und Kollegen von der TH Köln, vom Innovation Hub Bergisches Rheinland und insbesondere vom Team der Opitz Consulting, die das hier alles möglich gemacht haben. Das ist nicht nur mehr Arbeit jetzt in Corona-Zeiten, sondern das ist eben auch ein Fahren in absoluter Ungewissheit, welche Schutzverordnung morgen möglich ist. Und dieses Risiko zu wagen, das ist ja eigentlich bildgebend für Innovationsprozesse. Einfach mal Sachen auszuprobieren, ins Risiko zu gehen und dann, wenn alles gut läuft, zu ernten, so wie wir das heute machen. Und wenn ich mir das Programm anschaue und mir die Gäste anschaue, die hier sind, dann dürfen wir heute ernten. Ich habe tatsächlich mir, das habe ich lange nicht bei Konferenzen gemacht, einen Stundenplan erstellt, weil es eben so viel Auswahl gibt und man sich Entscheidungen oder entscheiden muss, wo man hingeht. Und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wenn wir über Innovationen reden, bin ich auch sehr glücklich, dass wir hier erstens vor Ort sind, weil ich glaube, Ideen, Innovationen entstehen auch durch Zufälle, durch informelle Begegnungen, durch einen direkten Austausch. Und ich bin auch sehr glücklich, dass wir das hier auf einem Hochschulcampus machen, denn Hochschulen sind nun mal auch immer der Ort der Innovation gewesen, wo neue Ideen entstehen. Und das, was vielleicht so ein bisschen neu ist, dass wir einen Wissenstransfer nicht nur so verstehen, wir entwickeln hier was, wir forschen was im Elfenbeinturm und dann publizieren wir das irgendwo so irgendwo und wenn Sie Glück haben, finden Sie das, sondern wir wollen uns da öffnen und gemeinsam Wissen generieren. Und da ist der Innovation Hub Bergisches Rheinland für uns auch ein ganz großer Motor, weil wir eben die sehr gute Vernetzung, die wir hier im Oberbergischen schon haben, noch mal mehr intensivieren können, um gemeinsame Projekte hier anzustoßen. Wir wollen theoriebasiert, aber eben praxisnah forschen. Und da haben wir hier die besten Voraussetzungen, weil wir hier eben Ingenieurwissenschaften und Informatik auf einem Campus vereinen. Und wenn wir an die gesellschaftlichen Herausforderungen denken, Klimawandel, was auf uns zukommt, ist das, glaube ich, genau die richtige Mischung, die wir hier benötigen. Und wir haben auch viele gemeinsame Fragestellungen, wie es jetzt eigentlich weitergeht mit neuer Arbeit, neuem Lernen. Ich habe gestern festgestellt, wie wären die letzten Tage verlaufen, wenn wir jetzt keine Pandemie hätten. Dann wäre ich nämlich gestern Morgen in Berlin gewesen für ein Forschungsprojekt. Am Nachmittag wäre ich gerne in Tübingen gewesen, weil mein altes Forschungsinstitut 20 Jahre Jubiläum gehabt hat. Ich wäre morgen im Flieger gewesen in die USA, weil da die Kernkonferenz ist für Entwurfsmuster im Softwareentwicklungsbereich. Das wäre auch alles schön gewesen, aber auch sehr stressig. Und so konnte ich gestern hier im Büro sitzen, meine Arbeit erledigen, mich dazuschalten. Mit den verschiedensten Plattformen, mit Zoom, Teams, Skype for Business, GatherTown, WonderMe, habe ich gestern alles genutzt in verschiedensten Szenarien. Mal mit einer reinen Online-Konferenz, viele Teilnehmer, mal mit einer hybriden Konferenz, wo ich nur dazugeschaltet war. Heute habe ich es andersrum, da bin ich mal hier vor Ort und es sind andere dazugeschaltet. Und ich glaube, diese Vielfalt, die werden wir uns auch erhalten, denn es hat Vor- und Nachteile. Ich glaube auch, dass wir hier vor Ort viele Vorteile wieder sehen werden, wenn wir uns, ja, ist ja noch früh, ich höre noch nicht so viel Gemurmel, aber normalerweise kann man sich ja untereinander ganz gut verständigen. Und bei so einer Zoom-Sitzung, da platzt einem manchmal der Kragen, weil man nicht mitreden darf, es kann ja immer nur einer reden. Und das funktioniert dann doch in der realen Welt besser, dass man sich dann auch noch austauscht. Und ich glaube, dass wir aber nicht stoppen werden mit nur Besprechungen und Präsentationen, die online sind, sondern das, was eben auch wichtig ist, dass man gemeinsam online Dinge erarbeitet, erstellt, Bauteile zeigen kann, besprechen kann. Und vielleicht sich auch in Produktionsstätten dazuschalten kann für Remote Assistance und Ideen geben kann. Und das alles wird uns die nächsten Jahre noch begleiten. Da bin ich gespannt, was wir da erforschen. Wir haben im Innovation Hub da einige Projekte, das zu erproben. Und damit gebe ich dann auch schon an den Thorsten weiter. Dankeschön. Ich freue mich, Sie alle hier auf den Gängen nachher zu treffen. Bin den ganzen Tag da und wir werden uns hier vernetzen. Viel Spaß.
Danke dir, Christian. Ja, auch von mir herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Auch ich möchte mit einem Danke anfangen, und zwar danke an euch, dass ihr hier seid. Es fühlt sich einfach mega an, nicht mehr vor dem Monitor sitzen zu müssen. Ihr seid da, das hier wird heute unser Tag. Alle, die vor dem Bildschirm sitzen, ihr werdet was verpassen, aber schön, dass ihr auch da seid. Wir sind auf das Event stolz. Wir hatten hier in 2019 1000 Teilnehmer auf dieser Konferenz, auf dem Samstag in Gummersbach. Wir wollten eigentlich wachsen. Dann kam, was offensichtlicherweise kam, und wir haben ein reines Online-Event machen müssen im letzten Jahr. Und dieses Jahr ist was ganz Seltsames passiert. Neben diesem ganzen Stress, der da war, nicht zu wissen, welches Hygienekonzept jetzt wann gilt, was wir wann tun können, was überhaupt geht, ist ein Ding nie Diskussion gewesen, nämlich wie kommen wir jetzt an die 1500 oder 2000 Teilnehmer für dieses Jahr. Ja, das war völlig egal. Hauptziel für heute ist, wir sind einfach hier. Und auch da möchte ich nochmal Danke sagen an das ganze Team, was es ermöglicht hat, mit unglaublich viel Leidenschaft, und es waren so viele Details, die hier vorzubereiten waren, unfassbar viele Stunden, die hier reingelaufen sind, und ich glaube, es wäre nicht fair, jetzt Einzelne zu benennen. Einfach Danke an das gesamte Team. Ein paar Sachen sind dieses Jahr noch anders. Ihr werdet das heute Abend sehen beim Abendevent. Wir werden nicht in der Halle 32 sein, aber wir werden ein wunderbares Get-Together haben, hier in diesen Räumlichkeiten. Es wird Getränke geben, es wird Verpflegung geben, Foodtrucks werden draußen stehen, diverse Imbisse. Bleibt einfach da. Ich glaube, das wird auch nochmal großartig. Zielsetzungen, Netzwerken, einfach gemeinsam miteinander nochmal unterhalten können. Und es ist noch was anders. Normalerweise hätten wir jetzt eine große Ausstellung hier in den Räumen. Normalerweise würden sich die Firmen der Region hier präsentieren, alle unsere Partner des Innovation Hubs. Klappt nicht aufgrund der Hygienevorschriften. Deshalb Vorteil, wir haben nur einen einzigen Stand dieses Jahr, einen, den des Innovation Hubs. Das gibt euch die Möglichkeit, kommt einfach vorbei und schaut euch mal an, was da gezeigt wird. Da ist ein junges, super motiviertes Team. Die stellen über den Tag über alle Handlungsfelder vor, die da sind. Die haben ein paar lustige Spielsachen mitgebracht. 3D-Drucker, Fischertechnik, Fabrik. Es steht ein großer Demonstrator da. Der ist besonders, weil das eins der ersten Hub-Projekte darstellt zum Thema Predictive Maintenance. Und das ist kein Demonstrator, der einfach so gebaut wurde, damit man mal einen hat, sondern das zeigt so ein bisschen die Arbeitsweise, die wir im Innovation Hub haben. Und das sind mehrere Stufen gewesen. Erst hat man geschaut, was unsere Mitglieder überhaupt für Probleme hatten. Welche Maschinenteile fallen denn überhaupt am häufigsten aus? Das hat man ausgewertet, hat das alles in den Demonstrator reingebaut und hat jetzt eine Chance, mit Anschluss über Sensoren an unsere Datenplattform, mit Methoden der künstlichen Intelligenz, Modelle zu bilden und eben zu lernen, was man tun kann, damit eben Maschinen nicht so schnell ausfallen oder eben diese vorausschauende Wartung durchführen kann. Und der nächste Schritt ist dann, nicht nur auf diese Demonstratorebene zu gehen, sondern in unserer Modellfabrik, die wir in Kürze haben werden, dann auch an echten Maschinen die Dinge auszuprobieren, ehe unsere Unternehmen dann die Erkenntnisse nehmen können und wieder in ihre Unternehmenswirklichkeiten rübergehen. Genau. Ah, Kartenspiel. Wenn ihr vorbeischaut am Stand, wir haben ein Beta-Projekt hier oder ein MVP, ein Methodenset Innovationskarten, extra für heute fertig geworden. Wir haben 400 Stück davon vorne am Stand da, könnt ihr euch gerne abholen. Das gibt so ein bisschen Einblick, was wir für Innovationsmethoden haben, was ihr alles nutzen könnt und einen Ausblick auf das, was wir nachher im Innovation Hub mit euch vorhaben, wenn wir dann gemeinsam Innovationsprojekte machen. So. Warum stehe ich jetzt hier? Was hat der Innovation Hub überhaupt mit diesem Event zu tun? Es klang eben schon an, es ist mal ursprünglich ein internes Opitz Consulting Event gewesen. Da sind mal irgendwann die Räumlichkeiten explodiert. Wir hatten nicht mehr genug Platz, sind hier in die TH gegangen. Und dann kam relativ schnell die Entscheidung, wie es in unserer DNA bei Opitz liegt, Wissen zu teilen. Und haben gesagt, gut, dann öffnen wir das einfach für die Allgemeinheit. Und das hat super funktioniert. Und jetzt sind wir einen weiteren Schritt gegangen. Opitz Consulting hat dieses Event quasi gespendet, in die Hände des Innovation Hubs gelegt
Und für den Innovation Hub ist das jetzt hier unser Flaggschiff-Konferenz-Event, unser Netzwerk-Event des Jahres schlechthin. Zielsetzung, das weiter auszubauen, in Kontakt zu treten mit all unseren Mitgliedern, mit euch, potenziellen Neumitgliedern, die da sind. Und wo würde das besser gehen als hier in den Räumen der TH Köln, wo ohnehin gelernt wird? So, dann komme ich zum Ende. Innovation Hub selber, im Moment kann man ihn noch nicht wirklich anfassen und sehen. Wir sind in temporären Räumlichkeiten im Steinmüller Bildungszentrum untergekommen und vielleicht hat der ein oder andere es gesehen, die Baustelle Halle 51 wird so langsam fertig. Das heißt, mit sanfter Verzögerung planen wir jetzt den Einzug in der Tat für dieses Jahr. Gleich neben dem Bahnhof die Baustelle, da werden wir über 1000 Quadratmeter haben, Fläche für Innovationsräume, für ein IT-Lab, für einen Makerspace, für eine echte Modellfabrik, wo wir Innovationen gemeinsam kreieren, leben und anfassen können. Und wir hoffen, dass wir Anfang Januar da auch gemeinsam die Eröffnung dann feiern können. Und Digital Exchange 2022, das wird unser Ziel sein, jetzt über das nächste Jahr mit euch dran zu arbeiten, dass wir hier im nächsten Jahr ein Event haben mit 1500, vielleicht 2000 Menschen vor Ort. Und wenn alle Firmen dieser Region hier aufschlagen oder nur zu bestimmten Anteilen hier aufschlagen, dann sind wir glücklich, das wollen wir erreichen. Und jetzt lasst uns den Tag zusammen genießen. Ja, liebe Gastgeber, Veranstalter, liebe Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es so, dass es schon noch ein bisschen ungewöhnlich ist. Plötzlich dann wieder und meines Erachtens dann auch in einer gewissen Zügigkeit große Veranstaltungen durchzuführen, mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen, wo auch Abstände nicht mehr so sind, wie sie mal waren, wo wir Gesichter sehen. Die Pandemie hat uns schon 1,5 Jahre ordentlich zugesetzt, geprägt und insofern ein schönes Gefühl. Übrigens gestern Abend, was anderes, war ich mit Vertretern der 13 Feuerwehren zusammen, die sich auch erstmals nach langer Zeit wieder in voller Besetzung trafen. Also es ist schön und trotzdem, was war vor 10 Jahren? Hätten wir damals es geschafft, eine Veranstaltung rein online oder gar hybrid auszurichten mit so vielen Teilnehmern? Hätten nicht gerade wir vor 10 Jahren davon geträumt, so etwas zu können? Aber nichtsdestotrotz, wir können es jetzt. Aber nichtsdestotrotz, wir merken, auch und gerade wegen der Erfahrungen der Pandemie, persönliche Kontakte lassen sich über Zoom und Teams irgendwie nicht wirklich komplett ersetzen. Es ist etwas anderes, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich anzugucken, sich anzulächeln, als immer nur das Mikrofon wieder freizuschalten, um etwas zu erzählen. Und nichtsdestotrotz, eines steht ja fest, die Digitalisierung bietet unglaubliche Möglichkeiten. Das haben wir jetzt gelernt und das ist ein wirklich, glaube ich, unglaublich positiver Effekt. Bietet Möglichkeiten, Menschen zusammenzuführen, Arbeitsprozesse zu vereinfachen, zu beschleunigen und auch Regionen nochmal attraktiver zu machen. Die Corona-Pandemie hat aus meiner Sicht, aus Sicht einer Kreisverwaltung, den Digitalisierungsprozess, ich sage bewusst, befeuert. Mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen mussten Menschen von zu Hause aus arbeiten, weil andernfalls hätten wir, glaube ich, im Hinblick auf die Inzidenzen und Infektionszahlen viel Schlimmeres zu verkraften gehabt. Das gilt für Unternehmen, die sind im Zweifel immer ein Schrittchen schneller, das gilt aber auch für Verwaltungen. Und ich will hier an der Stelle nur erwähnen, der Oberbergische Kreis, vor der Pandemie so 40 Telearbeiter. Inzwischen haben wir über 800 Zugänge. Kolleginnen und Kollegen können auch bei uns digital arbeiten. Und schließlich auch Bildung, schulische Bildung, ob in der Grundschule, ob in den weiterführenden Schulen oder an Hochschulen, wurde digitalisiert. Man hat es geschafft und man hat vor allen Dingen so viele digitale Werkzeuge eingeführt. Werkzeuge. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, die quasi auch von jedermann, ungeübten Nutzern, auch mir sogar, bedient werden können. Das ist ganz wichtig, dass diese Dinge auch letztlich von den Menschen
eingesetzt werden können, sonst bringt die Technik nichts. Und diese Werkzeuge sind Ergebnis von viel Gehirnschmalz. Schöner spricht man wahrscheinlich von Forschung und Entwicklung, wie sie unter anderem auch hier am Campus Gummersbach der TH Köln gelebt wird. Ich freue mich wirklich und ich glaube, das ist für den Oberbayerischen Kreis ein ganz, ganz, ganz wichtiger Standortfaktor ist, dass wir hier vor Ort so viel Zukunftswissen haben, weiterentwickeln und schließlich auch ein Event wie den Digital Exchange hier durchführen können. Ja, na klar, die Städte, Köln, Düsseldorf, Berlin, sie stehen für Innovation, gerade auch im Dienstleistungsbereich, im Bereich von Digitalisierung. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil eben auch ein ländlicher Raum, auch und gerade ein Oberbayerischer Kreis hier Erhebliches leistet mit den Unternehmen, aber auch und gerade mit einer Einrichtung wie mit dieser Hochschule und den Dingen, die sich daraus entwickeln. Wir möchten als Oberbayerischer Kreis das natürlich unterstützen und deshalb sind wir ja auch Mitglied. Schließlich, Oberberg gilt, ich weiß nicht, ob Sie das so alle wissen, seit Jahren und Jahrzehnten als eine Region von Erfindern und Tüftlern. Als eine der deutschlandweit ersten industrialisierten Regionen wurden hier viele Unternehmen mit unternehmerischem Weitblick, mit dem Blick in die Zukunft gegründet. Und diese Tradition gilt es fortzusetzen, auch und gerade im digitalen Bereich. Und daher unterstützen wir als Oberbergischer Kreis sehr gerne den Digital Hub Bergisches Rheinland, der ebenfalls, es wurde gesagt, aus unternehmerischem Antrieb und mit Hilfe, das ist dann manchmal auch wichtig, die Kohle mit Hilfe eines Strukturförderprogramms namens Regionale 2025 entstehen konnte. Diese digitale Modellfabrik und alle weiteren Angebote des Hubs sind auf die Praxis ausgerichtet. Das ist dann auch noch immer ganz wichtig. Darauf, dass man Ergebnisse sehen und echte Erkenntnisse gewinnen kann. Hier geht es nicht nur darum zu erklären, was Digitalisierung bedeutet, oder wir reden auch nicht nur darüber, dass es sinnvoll wäre, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Nein, wir sind hier mindestens zwei Schritte weiter und untersuchen, das Bild haben Sie eben gebracht, live und in Farbe an Beispielen aus der Praxis, welche Möglichkeiten Digitalisierung bietet, um Produkte und Prozesse zu verbessern. Meine Damen und Herren, zum Schluss noch mal etwas aus Sicht von Verwaltung, für die ich ja heute auch ein Stück weit stehe. Und einer Kreisverwaltung, die in der Region noch mal auch eine ganz besondere Rolle, glaube ich, in diesem Thema einnehmen muss. Wir brauchen ein schnelles Breitbandnetz, eine gute Breitbandinfrastruktur, das ist unbestritten und deshalb arbeiten wir daran. Aber das ist dann auch schon mal der Nachteil des ländlichen Raumes. Unsere Böden hier schreien nicht gerade nach neuen Kabeln. Wir haben hier im Oberbergischen Kreis weite Versorgungsstrecken zu überwinden und wir haben eine sehr kleingliedrige Siedlungsinfrastruktur mit 1440 oder über 1440 Dörfern und Weilern. Und dass das für jeden Telekommunikationsanbieter eine Herausforderung darstellt, liegt auf der Hand. Hilft aber nichts. Müssen wir uns mit beschäftigen, müssen wir daran arbeiten und ich meine auch sagen zu können, es gelingt. Schritt für Schritt, zum Beispiel in einem Ausbauprojekt in den Kommunen Marienheide, Gummersbach, Lindler, Reishof, wo wir auch als Kreis unterstützt haben, wo wir es schaffen, mehr und mehr Privathaushalte, Unternehmen und auch Bildungseinrichtungen anzuschließen. Aber das ist nicht das letzte Ziel, es geht um mehr, es geht auch um eine möglichst flächendeckende Gigabit-Versorgung, die wir aufbauen wollen. Ein wesentlicher Faktor hier für unsere Region, um attraktiv zu bleiben. Und schließlich als Verwaltung haben Bürgerinnen und Bürger, haben Unternehmen die Erwartung, dass wir uns einlassen, dass wir da mitschwimmen und dass wir auch die Verfahren, die für sie von Bedeutung sind, auch digital abbilden können. Dazu gibt es zu sagen, es gibt gesetzliche Vorschriften, die uns dazu verpflichten, aber es gibt was Wichtigeres als das. Es gibt den Ehrgeiz und es gibt den Willen, dass die Region in Sachen digitale Dienste, digitale Dienstleistungen der Verwaltung besser wird, schneller wird. Wir arbeiten daran, wir investieren in Personal, auch das braucht man, das wissen Sie, wenn man vorankommen will an diesem Thema. Und insofern, meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit mit Blick
auf den Blick der Region, auf dieses Thema. Den habe ich Ihnen gerne geben wollen. Ich wünsche Ihnen einen sehr interessanten Tag und freue mich, dass es eine solche Veranstaltung hier im Oberbayerischen Kreis seit 5 Jahren inzwischen, zum 5. Mal habe ich gerade richtig mitbekommen, gibt. Vielen Dank. Ja, besten Dank an die sozusagen 3 Mitgestalter. Erstmal herzlichen Dank nochmal.